Die Nachkorrekturen kommen dadurch zustande, dass sich die Brillenwerte, wenn auch geringgradig, jeden Tag auch verändern können. Zusätzlich haben wir den Einfluss der Wundheilung, der den ganzen Heilungsprozess beeinflusst. Und man muss das Auge als ein dynamisches System betrachten, nicht als ein starres Plastikstück. Ja? Das heißt, es gibt noch interne Bewegungen im Auge und letztendlich geht es darum, durch die Behandlungsplanung die optimalen Werte für den Patienten zu ermitteln, damit wir ein bestmögliches Ergebnis erzielen können.